Die boolesche Logik arbeitet mit boolschen Ausdrücken, die rekursiv aufgebaut werden, und mit Axiomen, die Beweisschritte als gültig oder wahr festlegen. Die boolesche Logik und das Thema darum hatten wir als dritte Gruppe der Axiome eingeführt. Um die boolschen Ausdrücke zu definieren, brauchen wir zum einen sogenannte Junktoren, mit denen wir aus Einzelaussagen größere zusammenbauen. Die Junktoren, die wir benutzen werden, sind die Folgerung, die Äquivalenz, das Und, das Oder und das Nicht. Das sind die Junktoren. Ja, es gibt noch die Quantoren für alle und es existiert, aber die haben wir in die vierte Gruppe verschoben, weil die Sachen verkomplizieren. Mit Hilfe von Junktoren können wir nun aus Einzelaussagen, wie zum Beispiel X und Y, komplexere Aussagen aufbauen. Es gibt hier ein kleines formales Problem, weil wir wissen noch gar nicht, was sind denn jetzt Einzelaussagen. Wenn man jetzt eine Theorie tatsächlich aufbaut, muss man erstmal starten mit diesen atomaren Aussagen, die also im boolschen Sinne nicht weiter zerkleinert werden können. Eine atomare Aussage könnte zum Beispiel sein, 3 ist kleiner als x. X ist jetzt hier übrigens eine Zahl und keine Aussage mehr. Hier sind x und y Aussagen. Das wäre jetzt zum Beispiel eine Aussage, aber da müssen wir schon Zahlen haben, Relationen, Größenordnungen und so weiter. Das heißt, in der Einführung der Mathematik legen wir erst die Junktoren und die boolesche Logik fest und lassen zunächst mal offen, was hier diese elementaren Bausteine, also der Rekursionsbeginn sein könnten. Später kommen die dann dazu, wenn man jetzt tatsächlich eine Theorie formalisiert, zum Beispiel die Gruppentheorie oder die Mengentheorie, dann muss man umgekehrt vorgehen und zunächst mal diese Relationen definieren, die wiederum auf Termen basieren. Ja, und dann komme ich erst zu den Aussagen. Okay. Dennoch, axiomatisch gesehen, sind diese Axiome hier unstrittiger, einfacher, elementarer und deswegen kommen sie jetzt in dieser Vortragsreihe zuerst. Dieses hier ist nun selber wieder eine Aussage und wir können aus dieser wieder eine neue aufbauen, indem wir sie weiter verknüpfen. Und diesen Aufbauprozess und nicht x, den kann ich immer weiterführen. Und das will ich jetzt gar nicht formal erklären. Es ist relativ klar, was man macht. Man klammert einen erhaltenen gültigen Ausdruck ein und verwendet ihn dann wieder mit Hilfe dieser Junktoren verbunden. Ja, und zwar sind die binär und der ist unnäher. Sprich, die haben links und rechts einen Ausdruck und das Nicht hat nur einen Ausdruck davor. Also wie zum Beispiel nicht x oder z. Und so können wir schrittweise immer komplexere Aussagen aufbauen und erhalten damit unendlich viele Aussagen. Und diese hier, wenn ich die so erhalten habe, sind dann syntaktisch gültig. Ob sie wahr sind, das ist eine ganz andere Aussage. Also wir müssen hier unterscheiden zwischen gültig, und das ist überhaupt nicht das gleiche wie wahr. Ein ungültiger Ausdruck wäre zum Beispiel x oder und Klammer zu, nicht z. Dieser ist noch nicht mal falsch im Sinne von wahr und falsch, sondern er ist einfach ungültig. Ja, ein Computerprogramm würde jetzt einen Compile-Time-Error bekommen oder einen Sprachfehler. Ja? Jetzt ist ein ganz wichtiger Punkt. Das Ganze ist so gemacht, dieses schrittweise rekursive Aufbauen der boolschen Ausdrücke aus den atomaren aufbauen, dass wir, wenn wir einen Ausdruck vor die Füße geworfen bekommen, per Computerprogramm entscheiden können, ob dieser Ausdruck gültig ist oder nicht. Also dieses gültig ist entscheidbar. Und jetzt sind wir wieder ganz zurück am Anfang. Wir haben Symbole, die müssen eindeutig identifizierbar und unterscheidbar sein. Das kommt natürlich normal vor. Ne? Wir bilden Zeichenketten. Wir können Zeichenketten manipulieren. Zum Beispiel tun wir das, wenn ich sage, ich kann jetzt zwei Aussagen nehmen und die mit einem Und verbinden.
Ja, dann, klar, ich kann mir das einerseits logisch vorstellen, dass ich sage, die Zahlen sind kleiner als 2 und die Zahlen sind größer als minus 400. Ja? Dann habe ich so eine inhaltliche Idee davon. Ich kann es aber eben auch immer, das war ja wichtig, dass ich immer beides machen kann. Ich kann immer parallel den logischen Inhalt, den semantischen, über die mathematischen Objekte Inhalt, kann ich immer parallel ziehen zu den Zeichenketten. Und ich kann also jetzt hier Zeichenketten manipulieren und kann dadurch neue Ausdrücke zusammenbauen. Und jetzt ist wichtig, dass die Gültigkeit eines solchen Vorgehens und auch die Gültigkeit der entstehenden Ausdrücke entscheidbar ist. Das heißt, ich erinnere nochmal, mit einem, also genauer gesagt mit einer Turing-Maschine oder äquivalent, aber wir sagen mit einem Computerprogramm prüfbar. Ja? Also entscheidbar mit einem Computerprogramm. So. So, und damit haben wir jetzt quasi die erste Hälfte. Wir wissen nämlich, wie wir aus atomaren Aussagen, wo immer die dann später in der Theorie herkommen, komplexe boolsche Ausdrücke aufbauen können. Und jetzt wollen wir aber noch einen Schritt weiter gehen und wir wollen ja in der Mathematik Dinge beweisen. Und für die Beweise brauchen wir Axiome. Ein Axiom im engeren Sinne, ich habe das ja, benutze das hier so ein bisschen weiter, als alles das, was wir in der Mathematik voraussetzen, was wir nicht beweisen können. Dass diese Art von Vorgehen zu gültigen Ausdrücken führt, kann ich nicht beweisen, sondern das lege ich fest. Ja, ich kann dann nur bei einem Gegebenen gucken, ob er gültig ist. Ich leite ja hier Ausdrücke ab. Also eine Möglichkeit, die Entscheidbarkeit, die Gültigkeit zu zeigen, ist, dass ich den Aufbau über diesen rekursiven Pfad zeige. Das ist also ein schrittweises Vorgehen. Bei mathematischen Beweisen gehen wir auch schrittweise vor. Ja, wir fangen an, was ist wahr, was wissen wir schon, und dann versuchen wir darüber nachzudenken und daraus Schlussfolgerungen zu ziehen. Schritt für Schritt, eine Schlussfolgerung nach der anderen. Um jetzt die Axiome einzuführen, die beim Beweisen gelten sollen, was ist eigentlich ein Beweis oder das Gebäude der Mathematik, ja, wenn wir sagen, was sind wahre Aussagen, dann ist das eine Sequenz, eine Abfolge von wahren Sätzen, Aussagen, ja, eine Sequenz von wahren Aussagen nach logischen Regeln. Ja, was man so merkt, wenn man sagt, die Zahl ist kleiner als 7 und größer als 5 und ist ganz, ja, das waren jetzt die Voraussetzungen, dann folgt daraus, sie kann eigentlich nur noch 6 sein. Das sind solche logischen Regeln. Die kennen wir teilweise schon, ne, aber noch haben wir die gar nicht, wir wissen gar nicht, wovon wir reden. Und dafür gibt es ein Symbol nun, das ist dieses Ableitbarkeits- oder Folgerungs- oder Beweissymbol. Und das wird so gelesen, ich tauche mal wieder ab, meine Lieblingsposition fast schon. Also das heißt, wenn jetzt hier eine Aussage steht, dann bedeutet das, x ist beweisbar oder wir haben einen Beweis für x. Eigentlich ist das der letztere Satz der bessere. Denn die einzige Möglichkeit zu zeigen, dass ein Satz beweisbar ist, ist, den Beweis zu liefern. Wir haben einen Beweis für x. Und wenn ich sowas hinschreibe, dann heißt das, wir haben einen Beweis, wo wir aus x und y als Voraussetzungen voraussetzen und z ableiten. Das ist das, was der Mathematiker die ganze Zeit tut. Meistens arbeiten wir so, ne, wir sagen, unter bestimmten Voraussetzungen können wir das und das beweisen. Und die Wahrheiten der Mathematik, zum Beispiel es gibt unendlich viele Primzahlen, das können wir beweisen. Dann haben wir x zum Beispiel die Aussage, es gibt beliebig viele Primzahlen. Und dass wir das bewiesen haben, malen wir dann mit diesem Symbol. Ja, wenn wir sagen, wir wissen es nicht, aber wenn das und das gilt, dann gilt das und das, dann ist das quasi ein konditionaler Beweis, das schreiben wir so. Und Beweise werden immer so aufgebaut. Ich habe schon ganz viel bewiesen und dann mache ich quasi den nächsten Schritt. Aus dem Bewiesenen kann ich jetzt den nächsten Schritt machen. Ja, also wenn ich eine lange Beweiskette habe, dann kann ich sagen, ich fange mit A an, dann habe ich irgendwelche B, C und D bewiesen, dann kann ich E und F beweisen, das geht immer so weiter und am Ende kann ich Z beweisen.
Mal angenommen, A kann ich auch beweisen, dann habe ich natürlich am Ende Z selbst auch bewiesen. Das ist quasi mathematische Methode. Eigentlich ist das auch ein Axiom. Das sind sogenannte Strukturaxiome. Ja, das ist ein Strukturaxiom, dass man sagt, wenn ich eine Beweiskette habe, dann gilt die zusammen als Totalbeweis. Ja, wenn ich schrittweise etwas bewiesen habe und dann kommt am Ende Z raus, dann gilt Z auch als bewiesen. Manchen mag das trivial sein, wenn man hinterher die Mathematik formalisiert, also richtige mathematische Analysen über die Mathematik hat, ist das natürlich wichtig, dass man die festlegt. So. Und mit diesem Begriff können wir jetzt die Axiome mal anschreiben. Dann nehme ich mir lieber einen Zettel, damit ich da nichts vergesse. Es sind 11 Stück. Die Axiome der Boolschen... Hier liegt ein Kissen rum. Ich denke nicht, dass das gewollt war. Die Axiome der Boolschen Aussagenlogik. So, da sagen wir, wenn wir aus x, y bewiesen haben, haben wir damit auch bewiesen, dass auch x, y folgt. Wir definieren hier sozusagen die Semantik, die Bedeutung der Implikation. Wenn x bewiesen ist und wir haben bewiesen, dass aus x, y folgt, dann ist das ein Beweis für y. Jetzt kommt die Äquivalenz. Wenn x ist äquivalent zu y bewiesen ist, dann ist auch bewiesen, dass aus x y abgeleitet werden kann, dass aus y aus x folgt. Und genauso ist aus x äquivalent zu y, wenn das bewiesen ist, ist auch bewiesen, dass aus y x folgt. Und viertens, wenn aus x y folgt, wenn ich das beweisen kann und ich kann beweisen, dass aus y x folgt, dann ist das ein Beweis für x ist äquivalent zu y. Also man kann jetzt so das sehen, als wenn 3 und 4 Definitionen der Äquivalenz wären. Da sage ich aber gleich noch was zu. Ich möchte das nicht so auffassen. Wenn ich x und y bewiesen habe, dann ist das auch ein Beweis, also die Beweise zusammen für x und y. Wenn ich x und y schon bewiesen habe, dann ist das auch ein Beweis für x. Ja, genauso ist ein Beweis für x und y ein Beweis für y automatisch. Siebtens, sowas Ähnliches für oder. Also wenn ich x bewiesen habe, dann habe ich auch x oder y bewiesen. Und genauso, wenn ich y bewiesen habe, habe ich auch x oder y bewiesen. Und dann gibt es noch die Zusammenspiel von oder und der Implikation. Wenn ich also x oder y schon bewiesen habe, also ich weiß, eins von beiden muss gelten. Und ich weiß, habe auch schon bewiesen, ich weiß, dass aus xz folgt. Und ich weiß, dass aus yz folgt. Dann gilt das zusammen, also mit den ganzen Beweisen, als Beweis für Z selber. Dann neuntens, wenn aus XY folgt und aus X folgt nicht Y, dann ist das ein Beweis dafür, dass X nicht gelten kann, also ein Beweis für nicht X. Zehntens, wenn nicht x bewiesen ist, dann folgt aus x jedes beliebige y. Und elftens, x oder nicht x gilt grundsätzlich als bewiesen ohne Voraussetzung, gilt also immer. Das sind die Axiome. Ja, relativ viel. So, jetzt kann man hier ein bisschen was zu erzählen zu den Axiomen. Zum einen sieht man, dass die thematisch strukturiert sind. Also bei den oberen dreien kümmern wir uns zweien um die Implikation, bei den nächsten zweien um die Äquivalenz, bei diesen hier ums Und, bei diesen ums Oder und bei den letzten dreien ums Nicht. Diese Axiome sind relativ klar verständlich, finde ich. Also wenn ich eben aus x, y herleiten kann, dann habe ich bewiesen, dass aus x, y folgt.
Das ist einmal ein, also man hat gar nicht das Gefühl, dass die irgendwie unlogisch sind. Zum Teil kann man die als Definitionen auffassen, ja, dass man sagt, die Äquivalenz ist für mich, aber dass es in beide Richtungen geht. Und es gibt einige komische Regeln, und zwar im Wesentlichen die mit der Negation verbunden. Die Schlussfolgerungsregel hier, die ist ja ganz wichtig, ne? Also die kann man mal herausheben. Das nennt man Modus Ponens. Ich will jetzt nicht alle lateinischen Namen dieser Axiome geben. Man untersucht die ja schon seit Jahrtausenden. Ne? Aber das ist die elementare Schlussfolgerungsregel. Ne? Ich habe eine Voraussetzung bewiesen, ich kenne schon die Implikation und dann gilt auch die Folgerung automatisch. So, welche Axiome sind jetzt komisch? Oder wo müssen wir ein bisschen mehr zu reden? Das sind die mit der Negation. Da haben wir zum einen diese sogenannte Widerspruchsregel. Also wenn aus x sowohl y als auch das Gegenteil, nämlich non y, nicht y, bewiesen werden kann, wenn aus x also ein Widerspruch folgt, dann kann x nicht gelten. Dann muss automatisch nicht x gelten. Und in einer gewissen Weise ist das die Definition von falsch. Ja? Weil, was heißt denn überhaupt falsch? Das Problem ist ja, dass wir jetzt wahr und falsch, ist schwer zu definieren, haben wir noch gar nicht getan. Ja? Wir haben im Augenblick immer nur davon gesprochen, was wir beweisen können. Und eine große Frage ist in der Mathematik, sind denn alle Aussagen, die wir beweisen können, wahr? Das ist so, ja. Aber sind alle Aussagen, die wahr sind, auch beweisbar? Das ist irgendwie was ganz anderes und das gilt nicht so. Und dafür bräuchten wir jetzt noch einen Wahrheitsbegriff. Und den haben wir hier aber gar nicht eingeführt. Der ist auch schwer, weil wir keine Welt haben, wie in den Wissenschaften, in den physikalischen Wissenschaften, in der Soziologie. Wenn ich dann einen Satz habe und ich möchte gucken, ob der wahr ist, dann gucke ich mir einfach die Welt an und überprüft ihn dann. Das ist die empirische Überprüfung, die haben wir hier nicht. Und wir können hier nicht empirisch überprüfen, ob Aussagen wahr oder falsch sind, sondern wir suchen nach Beweisen. Wenn wir einen Beweis haben, wissen wir, dass das wahr ist. Umgekehrt, oder wir... Warum zögere ich jetzt? Weil ich habe jetzt wieder das Wort wahr benutzt, aber wir haben das Wort wahr ja gar nicht definiert. Wir benutzen das, meinen aber meistens beweisbar, ja, und das ist auch der Grund, warum so Wahrheitstafeln, wo man ablesen kann, diese Regeln hier, ein bisschen zweifelhaft sind, weil die irgendwie so einen Wahrheitsbegriff voraussetzen, der ja noch gar nicht eingeführt ist. Ja, hier verzichten wir auf den Wahrheitsbegriff als etwas, was angeblich schon existiert, und definieren stattdessen Beweisregeln, Ableitungsregeln, ein Ableitungskalkül, Sequenzkalkül, Sequenzenkalkül, das sind alles Wörter dafür, in denen ich eben schrittweise, also Beweisschritte, ne? Wenn ich das schon bewiesen habe, dann kann ich das beweisen. Und dann geht es immer weiter und weiter und weiter und das ganze Leben des Mathematikers ist durch eine einzige Sequenz von Beweisen ausgefüllt. Und diese Art ist auch eine Wahrheit. Und meistens meint man das, wenn man sagt, ja, das ist wahr und das ist wahr, also gilt auch das. Also man könnte jetzt mal sagen, ein bisschen Vorsicht zu genießen, dass wir über die Ableitung die Wahrheit, die mathematische Wahrheit definiert haben. Und in Wirklichkeit muss man da sich mal eine Fußnote dran machen, kann man mal nachlesen. So. Diese Regel hier, da machen wir noch ein eigenes Video zu. Die gilt nämlich, sollte ich nicht dieses Zeichen verwenden, unter Nicht-Mathematikern als schrullig. Ja, das heißt, wenn ich ein x habe, was einfach falsch ist, also wenn ich nicht x schon bewiesen habe, dann kann ich daraus jeden möglichen Scheiß beweisen. Ja, ableiten, besser gesagt. Wenn ich von einer falschen Voraussetzung ausgehe, kann ich alles beweisen. Und das klingt jetzt mal so formuliert ganz okay, aber das heißt zum Beispiel, also wird immer so Beispiele gebracht aus der echten Welt, ne? Wenn mein Hund fliegen kann, kann mein Nachbar Gedanken lesen. Ja, mein Hund kann nicht fliegen, also ist das ja falsch. Und jetzt kann ich daraus alles ableiten. Und dann sagt der Kritiker,
Aber wie soll denn das Fliegen des Hundes die mentalen Fähigkeiten, die telepathischen Fähigkeiten meines Nachbarn beeinflussen können? Das ist doch völliger Blödsinn. Und dieses Beispiel mit dem Hund, der, wenn er fliegen kann, die Welt irgendwie unglaublich verändert, gilt als Gegenbeispiel von dieser Regel. Also machen wir da noch drüber ein Video. Es ist aber so, dass diese Regel von allen Mathematikern, das weiß ich natürlich nicht genau, anerkannt wird. Was anderes ist es mit der letzten. Die letzte Regel, Tertium non datur, warum heißt die so? Weil es gilt als bewiesen von Anfang an, dass entweder x oder nicht x gilt. Es gibt keinen dritten Zustand. Man könnte jetzt sagen, das ist die Binarität der Mathematik. Ja? Also entweder ist es wahr oder falsch. Das habe ich ja eben schon mal gesagt, wie kritisch diese Begriffe sind. Also entweder kann ich, entweder gilt x oder nicht x. Ein drittes ist nicht gegeben für die Lateiner unter uns. Und diese Regel gilt, die kann kritisiert werden. Und es gibt mathematische Gebäude. Also das ist dann der Intuitionismus. Intuitionismus. Oder die intuitionistische Logik, sage ich mal besser, weil das ja keine Ideologie ist. Also das kann man einfach so machen. Die lehnt das Axiom 11 ab. Man kann ohne Axiom 11 verdammt viel beweisen. Da machen wir auch ein Video drüber. Oder wir machen, also das mache ich vielleicht sogar in einem hier. Ne? So, schon mal gesagt, greifen wir wieder auf, erkläre ich auch die Begriffe und wo das herkommt. So, jetzt noch ein Zwei wichtige Anmerkungen. Oft wird, um die Sache zu verschlanken, wird oft gesagt, haha, wir definieren einfach die Implikation als, per Definition als gleich, entweder gilt nicht x oder y. Das ist ein Satz, jetzt, wenn man das nicht als Definition sieht, dann folgt das aus diesen Gleichungen. Aus den Axiomen kann man relativ leicht diese Gleichung hier ableiten und dann fallen die Axiome für diese Implikation weg. Dann wird das alles kürzer und das macht man gerne für Effizienz. Also wenn man jetzt das System an sich analysiert, dann ist das natürlich mit 11 Axiomen ziemlich dick. Und wenn man jetzt über Abkürzungen jede Menge Axiome hier rausstreichen kann, und das ist viele, ne? Man kann also die Implikation definieren, man kann das und aufs oder zurückführen, also x und y ist dann das gleiche wie nicht x und nicht y. Ich wollte es aufs oder zurückführen. Und ich kann natürlich die Äquivalenz definieren als aus x folgt y und aus y folgt x. Ja, wenn man das macht, dann fallen die Axiome so in sich zusammen, dann bleiben also nur noch ein paar übrig. Und für eine Analyse ist das natürlich sehr geschickt. Ne? Ist ja natürlich dann viel einfacher. Das Problem ist, dass dann das jetzt hier verschleiert wird, dass eigentlich und oder gleichwertig sind. Es ist nicht so, dass oder ist das Grund hier, Grundjunktor, und das und ist nur so ein abgeleitetes, unwichtiges Ding, ne? So ein Kopier. Nein, die sind beide gleichwertig. Ich könnte es auch umgekehrt machen. Ja, das heißt, wenn ich das so mache, dann wird wie fundamental der Junktor ist, verschleiert. Plötzlich hat man das Gefühl, es gibt Fundamentaljunktoren und bloße Abkürzungen. Was noch viel schlimmer ist, also und wir denken übrigens natürlich in denen. Wenn man jetzt mathematische Bücher liest, dann steht da immer, das ist entweder so oder so und das ist so und das ist auch so. Und keiner redet dann in solchen Konstrukten, ja, oder statt einer Implikation sagt man das nicht. Es ist schon so, dass jeder Mathematiker das im Kopf hat und weiß, wann er so denkt, ja, um Implikationen zu beweisen. Das sind aber jetzt in diesem Gebäude hier, wie wir es hier aufmachen, sind das keine Definitionen, sondern Theoreme. Wir lassen die hier weg. Stattdessen sind das Theoreme oder Sätze, ne? Ich denke, das größte Problem aber von diesem Vorgehen ist, dass ich über solche Abkürzungen automatisch
Axiome mit einschleichen lasse, ohne dass ich sehe. Also das finde ich noch viel schlimmer. Wenn ich das nämlich hier tue, dann kann ich aus x folgt x ableiten. Was heißt ableiten? Es ist ja so, dass das dann per Definition gleich ist. Also das ist ein kleiner Schritt. X oder nicht x oder x. Ich habe jetzt einfach diese Definition, wenn es denn so wäre, angewandt und erhalte Axiom 11 plötzlich als Theorem, wo ich aber gerade schon gesagt habe, das kann man durchaus untersuchen, was das denn bedeutet, wenn man das weglässt, weil das auch komisch wirkt in manchen Zusammenhängen. Wenn ich aber jetzt hier so effektiv wie möglich arbeite, dann geht mir das quasi durch die Lappen. Ja? Ich brauche das Axiom dann gar nicht mehr, weil ich nämlich dann herleiten kann. Es fällt also auch noch weg. Das ist natürlich für die Effizienz gut. Aber für die Analyse, was bewirken eigentlich die einzelnen Axiome, ist es schlecht. Und deswegen machen wir das hier so, dass wir das Gebäude voll ausrollen in ihrer Symmetrie. Symmetrie zwischen und oder kann man hier sehr gut sehen. Und mit der Gleichberechtigung aller Junktoren. Letzte Aussage. Es gibt so die Idee, dass diese Junktoren binäre Funktionen wären. Da komme ich wieder auf die Wahrheitstafeln zurück. Also binäre Funktionen, dann wäre das ja sowas wie das Oder, wäre dann eine Funktion, die bekommt zwei Werte, also sowas wie aus dem Raum 0, 1 hoch 2 und liefert wieder ein 0, 1. Ja? Und wenn ich dann in das Oder zum Beispiel 0,1 reinstecke, dann kommt eben 1 raus. Ja, und oder von 0,0 ist 0. Es gibt einen Zusammenhang zwischen dem und dem, aber das haben wir noch gar nicht. Also um das überhaupt definieren zu können, muss ich ja wissen, was sind Mengen, was sind Werte, was sind Zahlen, was ist 0 und 1, was ist überhaupt eine Funktion, was bedeutet das alles? Und das kann ich noch gar nicht aufbauen, wenn ich dieses Gebäude, was wir jetzt so langsam errichten, noch gar nicht habe. Und deswegen können wir von binären Funktionen nicht sprechen. Dennoch will ich nicht verschweigen, dass es da einen Zusammenhang gibt. Also für den Aufbau taugt das erstmal nicht. Es gibt aber, wenn wir dann mit der Mathematik weitermachen, dann können wir ja algebraische Strukturen definieren und wir können die Zahlen definieren mit ihrem Plus und Minus. Und wir können natürlich auch algebraische Strukturen definieren mit diesen Verknüpfungen, mit all denen, dann sind das plötzlich Verknüpfungen. Und wir können algebraische Strukturen definieren, wo die Verknüpfungen genau dieselben Regeln erfüllen. Die haben dann auch Namen. Das ist dann die boolesche Algebra. Also boolesche Algebren haben eben diese Verknüpfungen als Rechenoperationen und da gelten dann diese Regeln als Rechenregeln. Oder Heiting-Algebren. Ja, das sind zwei Leute, Bool und Heiting. Das ist dann ohne die 11. Und natürlich kann man in der Mathematik solche mathematischen Strukturen untersuchen und die kommen in der freien Wildbahn sogar oft vor. Und boolesche Algebren beispielsweise braucht man dann auch in der angewandten Mathematik, wenn man sich jetzt zum Beispiel mathematische Modelle von Computern bastelt oder von Logiken, dann nimmt man eben eine boolesche Algebra und kann dann darin Dinge beweisen und das wiederum auf das Modell, auf die Wirklichkeit zurückführen, ne, in der angewandten Mathematik. Der Zusammenhang geht aber noch weiter, denn viel später, wenn dann die Mathematik mal steht, dann kann man eben auch mit mathematischen Methoden die Mathematik analysieren. Und dann sind natürlich Erkenntnisse über die boolschen Algebren plötzlich Erkenntnisse über das mathematische Modell der Mathematik. Aber da sind wir ja noch gar nicht. Bis man das machen kann, braucht man sehr, sehr viel Mathematik. Und wir sind am Anfang. Und am Anfang haben wir keine Funktionen. Wir wissen nicht, was wahr und falsch ist. Und wir wissen vor allen Dingen überhaupt nicht, was Mengen, Zahlen und Funktionen sind. Und deswegen können wir nicht die Junktoren und die boolesche Aussagenlogik über binäre Funktionen und Wahrheitstafeln definieren. Auch wenn die Wahrheitstafeln zum Memorieren
hilfreich ist, wie gesagt, die Struktur, die sind ähnlich, um nicht zu sagen gleich. So, wir haben quasi jetzt so eine Art Wahrheitsbegriff eingeführt, wo man sagen kann, das bedeutet, x ist wahr und falsch ist, wenn aus x y und nicht y folgt. Das ist dann falsch. Also wenn ich einen Widerspruch ableiten kann. Das heißt, eigentlich definieren wir falsch als ich kann einen Widerspruch erzeugen. Es ist nicht so, dass man sich überlegen muss, wieso kann denn ein Widerspruch nicht existieren? Wieso kann denn ein Widerspruch nicht wahr sein? Widersprechende Gefühle können ja auch wahr sein. Das haben wir es hier nicht mit Gefühlen zu tun, sondern mit mathematischen Objekten. Widersprechende Gefühle sind nicht widersprüchlich in dem Sinne. Hier definieren wir das als falsch. Ein solches X ist falsch. Also ich muss hier eigentlich hinschreiben, jetzt kann man das gar nicht mehr lesen, ne? Das hier heißt, x ist falsch. Okay, also Überblick über die Axiome der Boolschen Aussagenlogik.